Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Stream hier auf dem Kanal. Wir spielen wieder Atomic Heart weiter. Und jetzt geht's hier rein. Und da vermute ich, dass wir hier einen Boss gegen haben mit dieser gigantischen Kugel. Wir sollen dann diesen Polymerkanister aus der alten Werkstatt holen. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Wird schon schief gehen. Was meinst du, wo der Behälter sein könnte? Auf einer dieser Plattformen befindet sich ein Spender für lumineszierendes Polymer. Suchen wir ihn. Frag mich, wo der Gegner bleibt. Ich höre hier irgendwie Roboter. Ah, da. Nice, schon mal der erste. Hier oben rauf. Vermutlich wird es dann genau so sein, dass... Wo ist der? Ah, da oben. Nee, doch nicht. Wow. Wow, 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 wow. Wie komme ich auf das Teil hier hin? Aber ich muss hier runter. Werder, was bist du? Tust du mir weh? Nee. Fuck, wie komme ich denn da auf das andere hier hoch? Ach, da. Die Musik macht da schon wieder die komischen Sachen. Ah, gleich gibt's Stress. Ey, Moment. War da noch ein Roboter? Nee. Moin, Katschutz. Wow, wow, wow. Ey, du Arsch. Einfach totstellen. Ist klar. Okay, Mist. Hier ist kein Kanister. Wir finden hier bestimmt irgendwo einen. Wir haben den Verteiler gefunden. Jetzt brauchen wir noch einen Kanister. Ja, toll. 34 Meter da hinten. Oh, yes. Hat geklappt. Oh, da ist er ja. Funktioniert dieser Kanister? Der Form und dem Durchmesser nach zu urteilen, schon. Was war das jetzt gerade für ein Sound? Ich ignoriere es. Nein! Fuck. Mann, ich habe keine Lust auf Bossfight. Drei, zwei, eins, los geht's. Kanister entdeckt. Synthetisiere Lumino-Polymer. Kanister wird 35 Tagen gefüllt sein. Bitte was? 35 Tage? Na toll, dann komme ich später wieder. Der Synthesevorgang kann beschleunigt werden. Hey, das klingt gut. Wie denn? Die Mischer, die das Rohpolymer mit anaeroben Bakterien anreichern, laufen mit fester Geschwindigkeit. Wenn wir sie beschleunigen, läuft also auch der Vorgang schneller. Wo ist die Bedientafel? Es gibt keine. Ja, naja, wir müssen, glaube ich, danach laufen. Die Geschwindigkeit nicht. Warum höre ich hier drin immer so komische Stimmen? Oh. Es gibt keine. Upgrade. Normalerweise ändert aber sich die Geschwindigkeit nicht. Aber eine Schockdetonation könnte den elektrischen Motoren zusätzlichen Strom verschaffen. Jetzt müssen wir nur noch die Motoren finden. War das jetzt schlau, was ich da gemacht habe? Ey, ich mach Speedfahren. Ah, okay. Ich fahr da durch und geb denen dann Strom, oder was? Das kann doch nicht so einfach sein. Einmal V? Nö. So schneller fahren? Vorsicht, das geht tief runter. Ich könnte mich verletzen. Verletzen? Du Optimist! So bin ich halt. Das geht nicht. Wie soll ich denn das... Ach so. Wie liegt auf das? Kanister wird in 20 Tagen gefüllt sein. Wow.
Es hat funktioniert. Und warum bebt es jetzt? Das Leuchten ist sogar irgendwie schön. Achtung! Durch die ungeplante Wartung wurde der Reparaturalgorithmus eingeleitet. Das heißt? Kommt jetzt irgendeine Wartungsdruide und will mich fertig machen? Ich habe kein gutes Gefühl. Nummer 2. Oh, scheiße. Hier kommt's. Okay. Oh, scheiße, das sind ja echt viele. Wo ist der nächste? Da. Fuck, fuck, weg mit euch. Noch mehr? Okay. Hopp, jetzt kaputt. Oh, scheiße. Woher kommt der Laser? Oh, scheiße. Scheiße, kein Strom. Fuck. Dann halt so. Warum kann diese beschissene Seilbahn nicht schneller fahren? Diese Ereignisse hat niemand vorhergesehen. Das war eine rhetorische Frage, Charles. Was? Hinter Luft spurten, drücke während des Springers heftig um beides mal. Ja, das kenne ich doch schon. Warum kommst du jetzt mit dem? Achso, weil ich da jetzt rübergehen könnte, oder wie? Nein! 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 Nein, ich muss jetzt das nicht alles nochmal machen. Ey, geh raus hier! Ey, fuck. Soll ich denn da jetzt hinkommen? Ja, das ist jetzt beschissen. Mehr. Scheiß Teile da. Okay, ich drücke noch mal den Knopf. Ja, scheiße. Okay, hier einmal rein. Immer passiert mir sowas. Okay, speichern erstmal. Ja, lol. Wie zum... Wie haben sie das... Habe ich sowas wie eine Karte? Keine Geolokalisierung. Ja, wow. Und von unten geht's natürlich auch nicht. Shit, da muss es doch noch irgendwie einen anderen Weg geben. Aber er sagt, ich soll noch da oben. Wildes Ballern ist nicht immer die beste Herangehensweise, Major. Klar, ja, manchmal kann man auch seine Ausrüstung verbessern oder die Roboter auf andere Weise in Schach halten. Ah, boah, ich bin so... Okay. Danke, Entwickler. Hätte ich auch früher sehen können. Na, wo ist es? Okay, und jetzt dort über. Okay, alles im Arsch. Kann man hier was machen? Nö. Hier? Nö. Ach, nicht so ein Rätsel, bitte. Ach man. Okay, oben muss es irgendwie blau sein. Wow. Holy shit. Arschloch. Alter. Kannst du doch nicht so erschrecken. Ist immer noch rot. Muss es blau sein.
Wann ändert? Wann tut sich denn das ändern? Warum ändern? Ich check das System hier einfach nicht. Alles klar. Jetzt müssen wir das hier ändern. Das ist irgend so ein komischer Splitter. Der muss vermutlich hier oben sein. Nee. Der bringt es irgendwie nicht. Funktionieren denn diese Dinger hier? Okay, jetzt haben wir blau hier unten, dann muss das Splitter vielleicht hier nach oben. Ah! War ich ein Rätsel. Okay, weiter geht's. Ich habe wieder sowas Fliegendes. Oh, das ist das. Das Teil. Ich höre es, aber ich sehe. Ach, da. Und tschüss. Puh. Oh, komm, fahr schneller. Progress sieht man da drin aber auch nicht. Näher. Wir müssen einmal den Turbo-Modus anmachen. Mehr. Da sind noch mehr. Jetzt müssen wir nur noch den letzten Motor beschleunigen. Wenigstens ist Munition kein Problem. Noch nicht. Alter, Arschloch. Komm, geh weg. Okay, abgestürzt. Hau ab. Wo ist der Motor? Da ist der Motor. Noch einer. Fuck, Energiewaffe ist immer. Geil, noch mehr. Schon besser. In der Ferne summt der Chillas, wie romantisch. Fuck, kein Strom mehr. So, dann müssen wir jetzt nur noch darüber und das Teil abholen. Nachladen. Du kannst den Kanister jetzt nehmen. Ja, jetzt wart doch mal. Erstmal speichern. Speichern erlaubt. Da waren doch noch mehr. Na ja, gut, egal. Geronimo! Ups, halt, halt, lass mich da raus! Ah, das war nicht so schlau. Einmal helf. Ich hätte gerne etwas, was ein bisschen schneller schießt. Oh, komm her. Noch einer? Komm her. Komm her zu mir. Letzte? Nö, einer flappelt noch hier. Ja, komm her. Komm, komm, komm. Ja, geil. Unweg. Ah, Schrotflinte. Für den Stress, der jetzt gleich kommt. Komm. Noch kein Stress? Okay, jetzt habe ich wirklich Bossgegner eigentlich erwartet. Na dann. Raus hier! Dann bin ich halt mal weg.
Okay, Elektroschrotze. Was wissen wir über Petrovs Freundin, Charles? Meinst du Dr. Filatova? Habe ich doch gesagt. Warum auf einmal so wortkarg? Kennst du sie? Dr. Larissa Filatova arbeitet seit vielen Jahren mit Dr. Sechelov zusammen. Er hat ihr mit gutem Grund einen der wichtigsten Aspekte von Kollektiv 2.0 anvertraut. Sie hat die Stelle des verstorbenen Chariton Zakharov eingenommen. Wer ist Zakharov? Ordentlicher Professor der Medizinwissenschaft, anerkannter Neurochirurg und einer der Wissenschaftler, die die braune Pest besiegt haben. Außerdem war Chariton Radionovich Zakharov Dr. Sechenovs engster Freund und zuverlässiger Kollege. Sie haben Anlage 3826 gemeinsam ins Leben gerufen. Ja, ist ja gut. Und Filatova? Sie ist eine talentierte Neurochirurgin und war Studentin und Assistentin von Genosse Zakharov. Nach dem Tod des Professors hat sie seine Arbeit weitergeführt. Aber jetzt ist sie eine Kriminelle und Vaterlandsverräterin. Verstehe. Wirklich schade. Sie ist irgendwie niedlich. Achtung, Mitarbeiter des Verteidigungs. So, wo muss ich jetzt als nächstes hin? Der Zugang zum Ostflügel des Komplexes ist wieder offen. Fuck, wir brauchen noch zwei von den Dingern. Behälter erforderlich, Behälter erforderlich. Hol eine Pestizidwerkstattbehälter, hol den Kältewerkstattbehälter. Ja, und von wo? Also hier lang? Vermutlich. Ah, Marco hat sich aktualisiert. Pestizide oder Kälte? Ich mach mal Kälte. Das klingt nicht ganz so schlimm wie Pestizid. Oh, Safe Room. Ich habe wieder mit Comic. Oh, speichern. Speichere Daten. Wie schaut's aus? Können wir eine neue Waffe basteln? Ich muss. Waffenbass. Ich kann es immer noch nicht machen. Zugang kann ich gewährt. Mich denn verbessern? Energie des Charakters. 88 haben wir. Verloren Gesundheit wird in Energie umgewandelt. Waffenverbesserung. Machen wir das mal. Okay, und tschüss. Was willst du, dass ich tue? Ach so. Was ist das für ein Dreck? Das ist eine Sprosse. Was ist eine Sprosse? Sprossen wurden als hocheffizientes Futter für Großvieh entwickelt. Aber mit dieser Sprosse stimmt etwas nicht. Ach so, da ist eine Scheibe davor, Mann. Ich bin so ein Superheld. Ja, okay. Komm, geh da rüber. Ein Killer? What the fuck? Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Was kann ich mit V machen? Achso, das war das ein Schock. Ach, Scheiße. Es ist nicht ratsam, ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Zu spät. Kommt ihr da durch? Fuck, ich muss da halt da rein, ne? Was hast du da? Oh, der Rettungstrupp. Na endlich. Mir kannst du zwar nicht mehr helfen, aber hier leben noch Leute. Warum echt? Hat das eigentlich so lange gedauert? Ich bin nicht, tut mir leid, die Pflicht ruft. Ein andermal. Ich würde sagen, das ist ein Fall für Kollege. Was bringt denn das? Ach so, ich muss da rauf. Wieso ist es hier so kalt? In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie Lebewesen in einem Vakuum überleben können. Dann geht es hier darum, wie man Pflanzen auf dem Mond züchtet und so? Unter anderem, ja. Hier wird auf den verschiedensten Gebieten geforscht.
Von primitiven Einzellern bis hin zu Nutzvieh und anderen Tieren. Banana weiß noch nicht. Also wenn, dann heute irgendwie später. Aber erstmal will ich Atomic Heart spielen. Tust du mir weh? Okay, die Dinger sind blöd. Und die sollten wir vermutlich auch nicht irgendwie treffen. Oh, fuck. Na, woher kommen jetzt die Roboter? Oder auch nicht? Doch, da hinten ist irgendwas deployed worden. Interessante Fische in dem Aquarium. Hallo, ihr. Schießen. Fuck. Ah, was ist das für eine Riesenscheiße? Alter, Scheiße, nein. Und schnell weg. Kommt ihr da rein? Also versuchen wir es, ne? Gegner? Einmal durchladen. Guten Tag, Valentin Demjanovic. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Das dreht sich. Das müsste es sein. Einnahme der Blutdruckmedikamente. Okay. Wiedergabe eines Auszugs der automatischen Aufnahme der letzten Arbeitsschicht. Was muss ich hier machen? Ich hoffe, ich habe da nichts durcheinander gebracht. Europa wirkt immer Wunder. Ja. Also, okay, schräg. Meine Aufzeichnungen. Tag 783. Wo war ich? Ach ja. Ja, das Ventil ist angebracht. Es ist sehr schwierig, diesen. Vermutlich soll hier alles grün sein. Aber dann wurde mir klar, dass es sogar eine Art Kunst ist. Lebenszyklus. Bekommen Sie überhaupt besser so unsere Vorgesetzten und glauben, das Schwein, glaube ich, müssen wir auch nochmal ändern. Dann sind ihre nee, das war's nicht. Sie also nichts als gedankenlose Schweine, so wie diese Tiere. Das ist kein Töten, das ist nur die Aufrechterhaltung des Lebenszyklus. Ganz ehrlich, das, was ihr hier macht, ist alles ein bisschen wahnsinnig. Probieren wir es mal mit dir hier. Es tut mir sehr leid um dich. Wirklich. Weiß Gott. Aber jetzt ist wieder eins ausgekommen. Ich denke sogar daran, dir ein Denkmal zu bauen. Das mache ich auch, versprochen. Okay, das war richtig. Dann haben wir hier die noch. Bei klassischer Musik die Krämpfe selbst eine Art Todestanz werden. Schließlich werden ständig neue Schweine geboren. Sag mal, da drei. Doch stirbt dasselbe. Hier ist noch so ein Teil. Immer wieder. Das kann doch nicht richtig sein, oder? So, einmal Huhn und so einmal. Ich sollte um eine Versetzung. Hier nochmal. Wenigstens vorübergehend. Nein, nimm die Pfoten weg. Nicht diese Aufnahme. Wir haben zweimal die Hühner, oder? Oder haben wir es mehrmals? Ne, zweimal. Probieren wir es mal mit denen hier. Nö. Da sitzt die Hintern. Ist jetzt richtig? Okay, eine Kuh. Vielleicht doch die. Ne. Oh, die armen Tiere hier. Oh, was zum. Ach du Scheiße. Habe ich die gerade alle getötet? Das ist der Standard beim Herstellungsverfahren. Bitte was? Die organischen Polymerkomponenten. Wo sind sie denn alle hin? In die Algenwerkstatt zur polymerischen Synthese. Ich will es gar nicht wissen. Okay. Will ich hier rein oder da rein? Nope. Da möchte ich noch nicht rein. Das Kaltlabor. Schauplatz einiger der Fortschritte.
Komm ich hier lang? Da steht jemand. Oh, nö. Dann gehen wir doch lang. Also, warum muss das Spiel ein Horrorspiel sein? Das ist ja riesig. Ich habe noch nie so viele Pflanzbehälter auf einmal gesehen. Hier züchten sie die Pflanzen, die zum Terraformen von Mond, Mars und Venus dienen sollen. Aber es funktioniert nicht mal ansatzweise. Wir müssen die Bedientafel finden. Oh, hallo. Irgendwas sagt mir, dass es hier gleich Stress geben wird. Lebst du noch? Nee. Scheiße. Nichts als Leichen. An der Wand ist ein Laserrelais zur Aktivierung der Stromversorgung. Gut, ja, leider. Komm ich klar. Aber an diesen Scheiß werde ich nicht mehr gehen. So, und das ist der Behälter zum Auffüllen. Na gut. Was ist diesmal hier? Unten muss rot. Wir haben wieder so einen Splitter hier. Oh, das war jetzt einfach. Alles klar. Also. Oh, wir haben Licht. Jetzt den Behälter? Der Behälter füllt sich automatisch mit Kryopolymer. Wir müssen nur warten. Das klingt ein bisschen zu einfach. Ja, allerdings. Wir haben Gesellschaft. Wusste ich doch, dass wir nicht einfach geduldig abwarten können. Na, was fuck. Ist damit? Was soll ich tun? Der Behälter wird nur befüllt, solange in der Werkstatt eine optimale niedrige Temperatur herrscht. Die Ventilatoren leiten kalte Luft in den Raum. Sie müssen weiterlaufen und pass auf, dass die Sprossen nicht in die Ventilatorblätter geraten. Und warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Na, toll. Scheiße, der Ventilator hat sich abgeschaltet. Versuch es mit Schock, um ihn neu zu starten. Okay. Was muss ich das jetzt bei allen machen, oder wie? Ach man. Wow, 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 wow. Fuck. Arschloch. Wo bist du denn verdammt nochmal hergekommen? Na, toll. Fuck, 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 fuck. Wo ist der? Ah, so eine Oh Mann, ey. Okay. Bitte Lüftungssystem neu starten. Ach nö. Scheiß Sporen. Na, haben wir noch irgendwo einen? Okay, machen wir das nochmal. Das ist so ein 3-Runden-Ding, oder? Fuck. Strom. Mehr? Fuck, da hinten sind die. Scheiß Sporen. Fuck, 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 fuck. Ach was. Was, echt? Fertig? Endlich. Daten gespeichert. Geil. Achtung, Mitarbeiter. Zugang zur Werkstatt ist wieder offen. Okay. Mach den weg. Und stell hier weg. Nichts wie raus hier. Fuck, warum ist der Ausgang zu? Oh, ihr Ärsche. Darf ich jetzt einmal durchlaufen, oder was? Nee, ich muss da nochmal wieder rauf. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Nein, schrotte dir. Komm her. Ich hasse es. Okay, komm, 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 komm. Ach, da hinten wär's gerade rausgegangen. Ihr habt es ja mit euren verdammten Kanistern.
Die schiebt ihr immer wieder gerne irgendwo rein. Nun, das ist Tradition. Tja, vielleicht solltet ihr mal eure Traditionen überdenken. Oh, Safe Room. Wenn ich auch nur noch ein Kanister sehe. Speichern. Speichere Daten. Ah, Munition braucht man nicht. Brauchen Energie-Upgrades. Gefällt es dir hier, Süßer? Ich finde diese Anlage so bedrückend. Das ist sie auf jeden Fall. Warum? Gibt es hier einen fröhlicheren Ort? Aber natürlich, immer noch schöner ungenügend. Mann. Überall da, wo ich ekelhafte, geile Widerlinge fesseln kann. Ach, in deinem Kopf ist gehörig was durcheinander. Bei den Leuten, die IP-Generator löst den kurzzeitigen Ausfall robotischer Kontrollkreise aus. Süßer. Nicht bei mir. Dir gefällt es hier also nicht, weil nicht genug Leute da sind? Es sind nie genug. Erhöht den mir Schaden. Ist so langweilig. Du bist eine willkommene Abwechslung, schöner Mann. Erhöht Feuerrate. Und oft. Ach du Scheiße. Und erhöht die Feuerrate. Machen wir einmal. Okay. Ach so, wegen Energie-Upgrade auf die Nummer 2. Polymer-Schild-Charakter. Ja gut, wir haben fast nichts, ne? Kann es eh wieder vergessen. Was ist hier hinten? Ach so, das ist das, was man da gesehen hat. Okay. Na toll. Okay, nachdem die schon einen Schaden haben, gehen die schneller kaputt. Das ist geil. Das wird es doch nicht gewesen sein. Maschinenraum. So, kommt doch mal her. Bugs sind da viele. Scheiße, scheiße, scheiße. Ganz schlimm. Und tschüss. Nice. Was haben wir hier hinten? Aktiv. Gar nichts hier. Gut, dann weg hier. Auch nichts zu mitnehmen. Wer hat da geredet? Ach so, das Teil da ist am Reden. Oh, scheiße. Oh, das ist schwarz schon wieder. Mehr. Okay. Ah, Kopf, komm. Fuck! Scheiße, der heizt rein. Einmal heilen. Oh, hab ich die. Okay, Materialien. Wait, ich hätte hier einfach durchgehen können. Oh Mann. Ach nö, schon wieder so ein Rätsel. Nein. Cool. Reicht oder nichts? Schauen wir mal links. Gehört? Ich höre alles, was du hörst, Major. Also, was meinst du? Schöne Scheiße. Ruhe, verdammt. Da vorne lauert irgendwas Gefährliches. Es ist die ganze Zeit gefährlich. Richtig. Aber wir brauchen immer noch den Behälter mit Pestizidpolymer. Will ich da jetzt reingehen? Oh, scheiße. Oh, oh, fuck. Bist du irre? Soll das ein Biss sein? Du könntest ihn jederzeit aufwecken. Wenn die Pestizide in 2 Stunden einen kritischen Tiefstand erreichen, wacht er auf. Verstehst du? Ich brauche einen Behälter Pestizidpolymer. Da ist ein Behälter. Genau da drin. Such nach einem PA-400 Polymerbehälter. Wir jagen den Scheißkerl in die Luft. Dann kannst du den nehmen, was du willst, okay?
Na schön, wir machen es auf deine Art. Aber wird der Behälter dabei nicht zerstört? Scheiße! Die Pumpe! Der Schierling muss ständig besprüht werden! Kaum RPA 400! Du musst den Polymerbehälter auftreiben! Jetzt sofort! Klar, ein Behälter. Sag mir wenigstens, wie er aussieht. Eine Art gelber Zylinder. Finde den gelben Zylinder. Scheiße, das Ding ist riesig. Wer kommt denn auf sowas? Das war das unerwartete Ergebnis eines kühnen wissenschaftlichen Experiments. Ihr Eierköpfe und eure beschissenen kühnen Experimente. Ja, allerdings. Wo finde ich diesen gelben Zylinder? Das ist ein Polymerbehälter, Major. Die sind immer gelb. Er dürfte nicht so schwer zu finden sein. Komm, weg mit der Uhr. Ich will die Materialien hier haben. Da haben wir hier Kollegen hier unten. Ja, ich höre doch schon wieder Scheiße hier. Noch mehr von den Dingern. Oh, hi Kollege. Hier kann man irgendwelche Plattformen bewegen. Ach, wir gehen mal dahin, wo der Marker hingeht. Ah, oh, mal reloaden. Hey, Kollege! Bleib auf Abstand! Oh, der hat zwei braucht. Das ist da der gelbe Behälter, den wir suchen? Willst du mich verarschen? Da müsste irgendwo noch ein kleinerer sein. Ja, das will ich hoffen. Hier ist sonst nichts. Na schön, nehmen wir eben den ganzen Scheiß-Tank mit. Der sollte wohl reichen. Sollte er wohl. Und wie genau bewegen wir den? Nur mal so gefragt. Kann ich den... Kann ich... Nee, das geht natürlich nicht. Ah, da muss ich irgendwas mit den Teilen hier tun, oder was? Oder nächstes Safe Room. Okay, hier machen wir die Türen auf. Weiß. So, erstmal wieder speichern. Munition, nee. Gut, gehen wir mal hier rüber. Ah. Pestizidanzeige gesunken. Jetzt bei 10%. Hey Charles, das ist doch scheiße, oder? Soweit der Schierling nicht mehr. Telekinese verwende. Telekinese und Plattform zu bewegen. Nicht vergessen, Plattformen, auf denen du stehst, können nicht bewegt werden. Wenn Dünger besprüht wird, wird er aufwachen. Und er wird alles hier zerquetschen. Einschließlich uns. Warum genau will ich die Plattform jetzt hier bewegen? Ich will das Teil hier irgendwie drehen. Ach so. Oh scheiße, da hinten ist noch so ein Sporenscheißteil. Komm, komm her. Ja. Okay, ist im Arsch. Irgendwelche Gegner? Scheiße, sind da jetzt die Teile gespawnt? Okay, wieder nach da oben. Kann das nicht einmal einfach sein. So. Jump. So. Ach, scheiße, der muss da rein. Okay, ich muss da rüber irgendwie.
Mehr mal. Plattform. Komm, weiter rechts. Oder er hat nicht. Okay, doch, aber. Pestizidanzeige Alter! Ja, ich mache ja schon. Also, wo muss ich jetzt hin? Ach, da oben hin. Wie komme ich da hin? Richtig bewegen. Wetten, dass ich irgendwie. Ja, ich muss da hinten hin. Komm jetzt. Oh. Spiel. Überraschungen? Nein. Und nichts zum Einsammeln. Schöne Scheiße hier. Moin. Nein! Andere Richtung! Komm her! Was ist denn jetzt für ein Problem? Achso, Plattform drehen. Wir müssen uns beeilen. Schöne Scheiße, ich versuch's ja. Fuck, wo ist die nächste Anzeige? Ah, da oben. Komm rauf hier. Auf jetzt. Sind wir hier? Nix, okay. Drehen. Halt, so, drehen. Vorwärts. Drehen. Fertig. Was in der Luft? Ja. Warum bist du? Ach so, jetzt muss ich da hinten wieder drehen oder wie? Hier drehen. Noch eins. Pestizidanzeige gesunken. Jetzt markiert. Ja, kein Stressspiel. Die Situation ist kritisch. Wo ist der Typ an der Pumpe? Ist der abgehauen oder was? Okay. Hier rauf. Moin, Kollege. Ah, mach die Uhr weg! Oh, Spiele, die künstlichen Stress machen. Erst jetzt ganz rüber. Dankeschön. Pestizidanzeige gesunken. Was zum... Nein, oder? Jetzt ist das Spiel crashed. Nein, muss ich den ganzen Scheiß jetzt nochmal machen? Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.